Okay, Mats, raus damit. Erzähl mir die ganze Geschichte. Finn, Roxxon, der Underground. Das ist ziemlich viel auf einmal. Du bist 17. Gestehst. Und du bist ein Superheld. Du musst dich auch mal entspannen. Mischst du denn noch Beats? Nicht besonders oft seit dem hier. Work-Life-Balance, Kleiner. Das Allerwichtigste. Hier. Ein kleines Projekt von früher. Von deinem Dad und mir. Unser Mixtape. Die Texte waren auch schon fertig. Warum erfahre ich das erst jetzt? Weil's nie fertig geworden ist. Wir haben Straßenlärm gesampelt. Die Stadt sollte den Beat vorgeben. Aber dein Dad hatte die Master. Und dann, nach unserem Riesenkrach... Aber du kannst es fertigstellen. Und es macht deinen Kopf frei. Ja. Ja. Okay. Was muss ich tun? Lad das mal. Ich erklär's dir. Ich hab Hologramme als Hilfe erstellt. Scanne die Quelle. Hologramme, hä? Klaust du meine Moves? Ich hab sowas schon gemacht, bevor du auf der Welt warst, Kleiner. Jetzt such den Original-Sound und hol dir eine saubere Aufnahme. Du musst näher ran, um alles richtig abzustimmen. Ja, irgendwo hinter mir. Kann noch nicht weg. Muss weitersuchen. Hier drüben ist es nicht. Also, ja, das ist es. Die anderen Sounds für dich sind in der Stadt verteilt. Da sind auch Nachrichten für dich, damit du ein Gefühl für die Orte kriegst. Oh, klasse. Nicht jetzt. Hey, was Gutes gefunden? Ja, wirklich interessante Dynamik. Siehst du? Der Opa kennt sich noch aus. Und es macht auch tatsächlich meinen Kopf frei. Ich weiß jetzt, was ich tun muss. Ich muss versuchen, Finn das Ganze auszureden. Persönlich? Wo? Trinity Church. Morgen Abend. Wieso fragst du? Ich frage, weil du eine wandelnde Zielscheibe bist. Du musst mich nicht beschützen. Ist wohl nötig. Weißt du... Du hast gesagt, dass das Tape nie fertig wurde, weil du dich mit meinem Dad verkracht hast. Was ist eigentlich damals passiert? Es war kompliziert. Wir waren uns zu ähnlich und zu verschieden. Mach das Tape fertig, sammle alle Samples, dann erzähle ich dir alles. Versprochen. Okay, danke. Trinity Church. Denkt dran, Tinkerer gehört euch. Den Jungen lasst ihr in Ruhe. Mann, tat das gut. Ich war fertig. Okay. Ich rufe Finn an, sobald ich startbereit bin. Mom? Genki? Jemand zu Hause? Anscheinend nicht. Mom rockt das. Sie kann gar nicht verlieren. Braucht nicht jeder einen Ohmmeter? Ja, auf jeden Fall.
Dannycast mit unserer Diskussion. Das ist kein Ton. Schwach! Unter uns Profis nennen wir das den Aufmacher vergraben. Mehr Hype! Darf ich Sie mal was fragen, Danny? Denken Sie je darüber nach, was Sie hier anzetteln? Über Ihre journalistische Integrität? Mehr als andere. Denn Ihr haltloser Feldzug gegen Roxxon ist einem echten Journalisten wie mir schleierhaft. Sie sollten stattdessen den jungen, unerprobten Selbstjustizler attackieren, der ständig Probleme in Harlem macht. Was? Sie verdrehen alles, was Spider-Man tut, zu etwas Bösen, während Sie gleichzeitig alles entschuldigen, was Roxxon tut. Sie würden Spider-Man sofort unterstützen, wenn seine PR-Abteilung besser wäre. Oh nein, 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 nein. Die einzigen Probleme, die Spider-Man löst, hat er zuvor doch selbst verursacht. Ich lobe doch keinen Brandstifter, der sein eigenes Feuer löscht. Roxxon hingegen baut eine hübsche Plaza in einem kaputten Gürtel. Für die Sie Häuser und Geschäfte abreißen. Unser neuer Spider-Man beweist, dass Harlem nicht so kaputt ist, wie Roxxon tut. Und Sie, Mr. Jameson, dafür, dass Sie New York angeblich so lieben, hassen Sie die New Yorker ganz schön. Sie sind eindeutig eine sehr emotionale junge Frau. Also lasse ich hier Gnade vor Recht ergehen. Jared, auflegen! Wessen Idee war eine Diskussion mit einem Teenager? Es sieht nie gut aus, wenn man ein Kind vernichtet. Hol das Auto! Ich brauche eine Massage. Hallo? Hallo? Okay, danke für die Diskussion, die Sie wollten, Mr. Jameson. Und der Rest achtet bitte darauf, jede halbe Stunde aufzustehen, wenn er am PC arbeitet. Bye! Okay, dann rufe ich mal Finn. Hoffe, sie geht ran. Hi, Spider-Man. Finn, hey, wir müssen reden, persönlich. Damit du mich wieder anlügst? Ich muss das richtig stellen. Bitte, komm zur Trinity Church. Keine Lügen mehr, versprochen. Mach dir! Okay, dann jetzt weiter mit dem Transmitter. Anhalten! Kann ich! Die Steuerung blockiert! Drei Transmitter führen den Heck durch. Schnapp ihn!
ist hier! Ich leite! Hey! Der macht uns fertig! Was? Wir machen Feuer! Den Transmitteralarm legen. Noch einer. Alles in Ordnung, Helima? Wir sind stabil, aber ich brauche die volle Kontrolle. Ich kümmere mich drum. Du rennst im Underground nicht auf, Spider-Man! Gut, dann weiter mit dem Transmitter. Ja. Da! Der Heli ist frei. Roxxon ist trotzdem noch hinter dir her, aber verschwinde erstmal. Damit sind wir quitt. Hey, Finn. Es tut mir leid. Wir sollten uns in Ruhe unterhalten. Damit du mich wieder anlügst? Ich muss das richtig stellen. Bitte. Komm zur Trinity Church. Keine Lügen mehr. Versprochen. Wenn du mich reinlegen willst. Gut. Wir sehen uns dort. Immerhin trifft sie sich mit mir. Okay. Trinity Church. Dann los. Mein... Nicht so mit Publicity. Geheime Identität und so, verstehst du? Klar, total. Kein Druck. Ich glaube, die Leute würden gern mehr über den Neuen erfahren, weißt du? Ich wusste gar nicht, was ich da sagen soll. Ich gebe halt einfach mein Bestes. Ja, das macht wahrscheinlich jeder. Aber bei dir zählen Kugeln ausweichen und Hochhäuser hochlaufen nicht zu. Vielleicht in den Ferien, wenn ich mehr Zeit habe? Was für eine Art, mir zu sagen, dass du Spider-Man bist. Was, wenn du jetzt tot wärst? Ich soll mich schlecht fühlen, weil du mich töten wolltest? Ich will, dass du mich nicht weiter belügst. Du durftest in den Underground, weil ich dachte, dass du es verstehst. Ich verstehe es ja. Was Krieger mit Rick gemacht hat. Roxxon muss büßen. Aber nicht so. Das ist der einzige Weg, ihn zu schlagen. Du musst mich das durchziehen lassen. Bitte. Ich kann nicht. Ich hab was versprochen. Ich auch. Warum sind wir hier? Wir waren hier mit Dad. Zu diesem Konzert. 7 Chöre aus 7 Ländern. Weißt du noch? Ghana war am besten.
Ghana war nicht dabei. Du meinst Guinea. Also, ich glaube, es war Ghana. Guinea, Belize, Polen, Kuba. Südkorea, Thailand, Venezuela. Hast recht. Hab ich meistens. Meistens. Was? Ich bin ganz schön enttäuscht. Krieger. Ja, bei Miss Mason wusste ich irgendwie, dass es nicht leicht wird. Aber du? Ich hatte wohl gehofft, dass wir beide uns einig werden. Wo sind wir? Du bist hinter den Kulissen. Das ist unsere sicherste Anlage. Hier drin geht es ans Eingemachte. Du bist ein Arschloch, weißt du das? Als ihr Bruder und ich das Nuform entwickelt haben... Du hast nur deinen Namen aufs Patent gesetzt. Er sagte, dass du nichts kannst, außer anderer Leute Ideen zu verkaufen. Tja, dafür habe ich noch einen Puls, Kleine! Aber genug davon, nicht wahr? Zuallererst werde ich dich jetzt... Wow, das ist großartig. War das ein Abwehrreflex? Oh Mann, echt heiß. Also, ich werde dir diese Maske abnehmen. Und dann finde ich raus, wie du so tickst. Denn du verströmst den Duft hochmoderner Biotechnik. Und weißt du noch, was das für mich riecht, Kleiner? Okay, ich gehe jetzt zum Sport. Heute sind die Beine dran. Quetscht das hier raus, wo mein Uniform ist. Ja? Sonst kann ich die Blase nicht eröffnen. Oh, und benutzt ihn. Bringen wir unseren Kampf endlich zu Ende. Ganz ohne Kameras. Wow. Bist du okay? Die wollten dich umbringen. Ich bin ganz schön zäh. Suchen wir einen Ausgang. Roxxon hat Rhino behalten, anstatt ihn der Polizei zu übergeben. Das ist verrückt. Was Roxxon angeht, überrascht mich nichts mehr. Alles okay? Ja, sobald wir hier raus sind. Ich schalte die Überwachungskameras aus. Überprüfst du den Computer? Was hast du gefunden? Da ist der Ausgang, durch das Büro. Wir müssen zuerst die Abriegelung aufheben, im Kontrollraum. Zuerst müssen wir aus dem Sicherheitstrakt raus. Ich gehe runter und sehe nach, womit wir es zu tun haben. Die Tür ist versperrt. Venom hat die Zelle geknackt. Sollte auch bei der Tür gehen. Wenn ich rausfinde, wo der Strom herkommt. Hallo?
offen. Bin schon unterwegs. Bin direkt über dir. Die Sicherheitstür ist unser Ausgang, aber ich muss ein paar Terminals hacken, um den Alarm auszuschalten. Ich kümmere mich um die Security. Die Sicherheitstür ist unser Ausgang, aber ich muss ein paar Terminals hacken, um den Alarm auszuschalten. Ich kümmere mich um die Security. Unsere Kameras im Südflügel sind tot. Und hat Rhino sie ausgeschaltet. Er wollte die Gefangenen verhören. Auf diese Firma. Da vorne sind noch zwei. Wie haben wir die beiden gefunden? Hat Rhino sie verfolgt? Nein, er ist nur ein willenloser Handlanger. Ein Agent hat uns ihre Position gegeben. Roxxon ist nicht schlimmer als andere. Kleiner Tipp, achte bei Krieger darauf, was du sagst. Er wirkt entspannt, aber er ist jetzt noch nicht. Abgemerkt. Er hat in weniger als einem Monat drei Assistentinnen verschlissen. Nimm die Roxxon-Gleise ein Hotel, könnt ihr wegziehen. Und ausgenockt. Warum sollen wir Spider-Man-Tinkerer eigentlich festhalten? Wir sollten sie einfach loswerden. Krieger hat immer ein Ass im Ärmel. Er glaubt, sie sind Leben für uns von größerem Wert. Nochmal absuchen. Netze! Hast du schon bei der Plaza eingeteilt? Sie schießen über Stunden, damit sie nächste Woche öffnen können. Ja, ich bin jetzt nicht verloren. Die ganze Zukunft des Unternehmens scheint davon abzuhängen. Umgebung nochmal absuchen. Ja, Sir. Bin unterwegs. Hoffentlich läuft die Plaza nach Plan. Damit hast du nicht gerechnet. Rein. Entschlüsselung läuft. Okay, bereit für den nächsten Computer. Kommt der Befehl! Schnappt euch den! Da! Da ist der! Holt ihn auf den Boden! Wir brauchen Verstärkung! Alles geführt! Okay, ich schließe das Schloss kurz. Du musst die Überschreibung aktivieren. Bin dran. Aus wie eine Art Datenarchiv. Hey! Roxxon stiehlt dein Zeug. Du auch, was man so hört. Besten Dank dafür übrigens. Mehr Info zu Rhino. Ja, er sagt, dass er den Anzug loswerden will, aber mal ehrlich. Der Metalleinteiler ist der einzige Grund, warum die Leute ihn kennen. Verbessert seine Rüstung. Wir helfen ihm, Spider-Kid zu erledigen. Dann wird er ihn behalten wollen. Dieser Kerl manipuliert alle und jeden. Notizen zu Roxxons unabhängigen Vertragspartnern. Wir brauchen jemanden von außen, der Tinkerer und Spider-Man verfolgt. Tombstone schaltet aus. Black Cat ist jetzt sauber. Vorerst. Was ist mit dem lila Typen? Wo ist er hin? Wie ist er noch? Oh, ja. Ja, perfekt. Der lila Typ? Das ist doch nicht... Oh, nein. Überschreiben aktiviert. Da ist ein Sprachmemo drauf. Sir, die Polizei fragt nach Rhino. Was sagen wir Ihnen? Unser Mann im Raft bereitet ein spezielles Freigängerprogramm vor. Sagt der Polizei, Rhino macht gemeinnützige Arbeit.
damit davongekommen sind? Tür ist entriegelt, aber du musst sie aufbrechen. Alles klar. Okay, ernsthaft. Wieso Tinkerer? Es ist ein Spitzname von Rick. Wenn wir in der Werkstatt gearbeitet haben, hat er mich immer kleine Bastlerin genannt. Weiß auch nicht. Ich denke dadurch an ihn. Das wusste ich gar nicht. Schöne Geschichte. Wenn wir zusammenarbeiten, könnten wir viel Gutes für New York tun. Ja, aber nur, wenn wir uns wieder vertrauen könnten.